So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und ich habe ein Commander Masters Collector Booster. Ihr seht am Setup, ich bin immer noch auf der Magic Con. Vor mir wird gerade, ich glaube, das Finale ausgespielt. Ich glaube, es ist literally das Finale, was da gespielt wird. Und ich glaube, ich sehe mindestens einen Tron-Spieler da drin. Spannend. Naja, wir konzentrieren uns auf den coolen Stuff, und zwar auf Displays. Und wir haben hier ein, na komm, wenn es jetzt daran schon wieder scheitert, das ist schon wieder ein gutes Zeichen, ein Commander Masters Display, Collector Display. Das bedeutet, wir haben vier Booster vor uns. Vier Booster sind jetzt nicht die Welt. Trotzdem, ich guck mal, wie wir da durchgehen. Das sind ja alles Reprints. Und ja, wie immer, ich bin zu doof zu allem. Ich krieg's nicht mal aufgemacht. Das ist ja... Ich finde es wirklich cool, wie die den Lotus da drauf gemacht haben. Das sieht wirklich, wirklich cool aus. Und ja, ansonsten ist es halt, glaube ich, eine ähnliche Box, wie es auch bei Double Masters 2 war. Genau, wir haben vier Booster. Auf den vier Boostern sind, ist der Dino drauf. Dino ist großartig. Ich mag den Dino. Ich finde Dino richtig gut. Gucken wir mal an, was wir haben. Die Booster sind hergestellt in den USA. Dementsprechend haben die wahrscheinlich dieses selbe schwierige... Ne, die lassen sich super smooth, super easy, super schön öffnen. Das ist ja... Ich weiß nicht, ob ihr das Booster-Opening von den Collector von Herr der Ring gesehen habt. Da habe ich hart gestruggelt. Hier das lässt sich wirklich schön öffnen. Und es hat ein sehr, 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 sehr schönes Foiling. Das ist wirklich schön. Wir haben einen Windcaller, einen Gargadon. Das ist mit Suspend, ganz cool. Courage in Crisis. Shrippmas Joneser mit Toric Mace, das ist gut Equipment. Dann haben wir Ojiva, Sage of Lifecraft. Ist die neu? Macht Servo. Ne, die ist nicht neu, die ist aus. Haben wir einen wunderschönen Mountain. Der ist wirklich sick. Und das ist halt schön, dass sie wie früher nicht das Artwork wirklich gefoilt haben, sondern nur den Rahmen drumherum. Das hatten wir früher nur. Dann haben wir ein Genorious Gift. Ich liebe diese Karte, ich finde sie großartig. Dieses Artwork darauf, wie dieser Elefant da durchgeht. Einfach der Hammer. Wirklich literally der Hammer. Oh, ich bin der Zweite. Faceless Looting in einem neuen Full Art. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja sick. Das gefällt mir auf jeden Fall besser, wie dieses komische andere Ding. Dann haben wir ein Shiro Shizos Caretaker. Ist das nicht der? Das ist der Kindergarten-Commander. Es gibt einen Commander, das heißt Kindergarten, können wir nachgucken. Der Shizos Caretaker ist der Commander von. Dann haben wir einen Teferi, Temporal Archmage, der beste der Planeswalker, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir Dracozef, More Flames in Etched Foiling. Das ist die Preview-Karte von Commander Compass tatsächlich. Fand ich sehr, sehr, sehr cool, dass sie den bekommen hatten. Dann hatten wir einen Ondu Spirit Dancer, der ist 5 Mana, macht, bringt Enchantments wieder. Oh, jawohl, auch wirklich gut. Und Personal Tutor, wie sehr, sehr, sehr coole Karte. Legacy Staple wird auch so gespielt. Personal Tutor, ein blaues Mana. Wir legen eine Sorcery-Karte aus dem Deck oben aufs Deck und shuffeln. Damit kann man Doomsday aufs Deck legen, das ist gut. Und wir haben Champions Helmet. Das ist eine gute Rare und ein wunderschönes Artwork. Genau, kriegt +2/+2 und solange es Legendary Starts Hexproof für ein Mana Equipment. Das ist eine sehr, sehr coole Karte. Dazu haben wir Treasure und Spider. So, erstes Booster rum. Gucken, was wir noch haben. Die Booster sind hier an der MagicCon gekauft. Also müssen die gut sein. Die würden hier ja niemals Schrott verkaufen. Das würde die Leute ja nur ärgern, sage ich mal. So, gucken wir mal zusammen. Wir haben erstmal eine absolute coole Staple-Karte, die man früher sehr viel gespielt hat. Thraven Inspector. Spielt man aktuell viel im Pioneer tatsächlich. Dementsprechend sehr, sehr gut. Fängt gut an. Letter of Acceptance. Root Shambler, hat der ein neues Artwork? Ich glaube, der hat ein neues Artwork. Path of Ancestry, sehr, sehr, sehr coole Commander-Karte, gerade für so Tribal-Commander-Decks, wirklich gut. Dann haben wir ein Forebears Blade, +3/+0, Wachsamkeit, Trampel. Habe ich mir überlegt, ob ich das im Ojo-Teil spiele. War leider nicht gut genug. Path to Exile in Foil, auch sehr, sehr nice, ein sehr, sehr schönes Foiling. Sehr gute Karte, auch hier Legacy Playable, das ist auf jeden Fall bisher ein gutes Pack. Dann haben wir nochmal Mountain. Ein Counterspell, ui, der ist hübsch. Ui, der ist wirklich hübsch. Thrawn Dynamo, auch hier ist das ein Playable in manchen Commander-Decks.
Ein Dread Return in Foil. Oh mein Gott, das ist The Geist. Das ist richtig nice. Ich finde die Karte richtig gut. 4 Mana, wir bringen eine Kreatur aus dem Friedhof zurück. Mit Flashback, Opfer 3 Kreaturen. Wird in Legacy rauf und runter gezockt. In verschiedensten Decks. Jet Medallion. Das ist das Schwarze. Eins der beiden teureren. Ich glaube, das Blaue ist nur teurer. Sehr, sehr cooles Pack. Ein Ullamog in Edged Foil. Ui, nice. 10 Mana, 10, 10. Wenn er gecastet wird, exilieren wir 2 permanente. Unzerstörbar, wenn er angreift, mildert ein Spieler 20 Karten. Der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr cool. Und dann noch ein Edged Foil. Wirklich schön. Dann haben wir Cacophony Unleashed. Das sagt mir gar nichts. 5 Mana, wenn es ins Spielfeld kommt. Casten, Destroyen, weil Non. Okay. Irgendwas mit 6-6 Nightmare God. Sagt mir gar nichts. Dann haben wir einen Grand Abolisher. Auch das ist eine Money-Karte. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr hübsch tatsächlich auch. Ich finde den nicht ganz so hübsch wie den aus dem Secret Lair. Dafür ist der hier halt Full Art. Und Full Art ist immer, immer was Besonderes. Und jetzt haben wir noch einen Pure Steel Paladin. Auch der, nicht Standard, Modern gespielt, Legacy gespielt. Ist ein bisschen runtergefallen, das Deck. Auf der Pro Tour ist nur einmal vertreten. Aber es ist vertreten. Nämlich mit Hammer Time. Das ist ein 2-Mana-2-2er, der sagt, wenn Equipment ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Mit Metalcraft, Equipment kostet 0. Sehr cool. Und ein Eldrazi 10-10er. Und Phyrexian Mühe. Sehr, sehr cool. Das war ein gutes Pack. Davon hätte ich jetzt gerne noch 2 weitere. Dann wäre das ganze Ding hier wirklich mal. Wie wir ja gesagt haben, MagicCon, hier gibt es keine schlechten Booster. Also, das geht halt nicht. Dementsprechend fangen wir an mit Unbounded Potential. Ja, das sagt schon alles über dieses Booster aus. Wir haben wirklich viel Potenzial. Wir haben Weaponsmith. Sagt mir gar nichts. Prophetic Prism. Okay. Rosalex Predator. Pardem. Pardem habe ich zeitweise sogar gespielt, tatsächlich. Das ist ganz gut. Lucio. Ja, ist halt ein Loxodon. Ein Forest. Diesmal kein Mountain, sondern Forest. Ein Command Tower. Ein wirklich hübsch. Der ist wirklich hübsch. Oh mein Gott. Ja, das ist hübsch. Dann haben wir eine Kemba, K-Regent. Diese Side-Dinger gibt es hier tatsächlich auch als Pins überall bei den ganzen Händlern. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja. Arcane Signet in Foil. Ui, ist das hübsch. Das ist hübsch mit dem Ring, mit dem. Oh, das ist auch hübsch. Dann haben wir Inspectral Seating. Mit 2 or more Pawns. Du bist gar nicht, dass die Länder hier drin sind. Das ist nicht schlecht. Voll, nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Dann Wretched Confluence. 5 Mana mit Juice Modes. Sehr gut. Calamity of the Titan. Sehr, sehr cool. Aus dem Commander-Deck, mich alles täuscht. 6 Mana Sorcery, man kann eine zusätzliche Kosten, dann kann er das Karte von der Hand bewirren. Dann exiliert man alle Kreaturen Planeswalker mit geringeren Mana-Kosten. Sehr, sehr, sehr geil. Dann haben wir einen Talrand. Muss nicht viel zu sagen, es ist Talrand. Und eine Underground Station. Grün-Schwarze kommt etappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr Gegner haben. Auch sehr cool, diese Länder. Razis Gain und Elf Druid. Die Länder kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich glaube, die sind wirklich gut. Das ist ein Ländercycle, der nie schlecht wird im Commander. Sag ich mal so. Und deshalb auch sehr gut hier aufgehoben ist in diesem Set. So, das Letzte. Das Beste muss es sein. Das Letzte muss immer das Beste sein. Wir haben Crimson Flea, Commodore, Luther Ilkor, den habe ich auch im Legacy schon gespielt, Phyrexian Garganot, Crash of Rhino Beetles, Acidic Slime, auch den habe ich schon gespielt, auch sehr gut im Commander, Resembling Skeleton, ein Swamp, ein wirklich hübscher Swamp, der ist hübsch. Dann Fulvor Stone, auch der eine Playable-Karte in sehr, sehr, sehr vielen Commander-Decks. Nadir's Nightblade, 3 Mana, 1-3, immer wenn man ein Token ins Spielfeld verlässt, verliert die Gegner ein Leben und kriegen Leben. Kenne ich gar nicht. Command Tower nochmal ein Foil. Na, das ist nicht schlecht. Sylvanas Reclamation, auch das, eine Karte, die, glaube ich, das allererste Mal in Foil ist, wenn ich mich richtig erinnere. Für 3 Mana bringen wir eine permanente Karte mit 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück. Sehr, sehr gute Karte mit Flashback. Da machen wir es doppelt. Dann haben wir einen Storm Scourge Kraken mit Leutnant. Eine der besseren Kraken tatsächlich. Flayer of Loyalties. Das ist, glaube ich, eine der teureren Karten aus dem Commander-Deck. 10 Mana, 10, 10. Wenn man diesen Spell castet, kann eine Kreatur bis zum Ende des Zuges die Kontrolle übernehmen. Also man nimmt die Kontrolle darüber. Sie wird 10, 10, hat in Layer 2 und Haste. Und der hat selber Trampel und Haste. Und die Kreatur kriegt auch Trampel.
sehr, sehr, sehr mächtige Karte einfach. Und sehr, sehr cooles Artwork. Dann haben wir ein Flawless Maneuver, das weiße Maneuver. Sehr hübsch, wirklich sehr hübsch. Schön mit den Silver Quills im Hintergrund. Ein weißes, zwei farblose Kreaturen kriegen unsere Sterblichkeit bis mindestens zu. Das kann man umsonst spielen, wenn man den Commander kontrolliert. Und unsere Rare ist Zelvala, Heart of the Wilds. Ein CDH-Commander tatsächlich. 3 Mana, 2-3, immer wenn andere Kreaturen ins Spiel kommen, wenn die Power größer ist als die Power von ihr, ziehen wir eine Karte. Und man kann es tappen für ein grünes und X Mana haben, wobei X die größte Stärke ist. Schöne CDH-Karte tatsächlich. Und ja, Zombie, Dwarf Berserker. Das war das Collector Booster Display. Das wurde mir übrigens zur Verfügung gestellt von lieben Fabian. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.